So, weiter geht's. Nach dem Cut geht's weiter und wir gucken mal, wo hier noch ein Laden ist. Hier ist ein Laden, das weiß ich. Das sieht mir nicht aus wie ein Laden. Haus des alten Bosso. Wir werden natürlich jetzt gucken können, ob da irgendwie noch was zu sammeln ist oder so. Aber, naja, gehen wir vielleicht gleich nochmal rein. Wenn hier jetzt der Laden ist. Nein, Haus der Familie Deno. Sieht aber auch nicht so aus, als wenn hier irgendwas wäre. Vielleicht oben? Das ist zumindest ein Topf. Vielleicht wieder ein Samen drin. Natürlich. Als wenn ich das Spiel kennen würde. So, dann mal zurück. Hier ist also kein Laden. Das sind zwei Häuser hier, wo ich dachte... Ah, da könnte aber noch einer sein, aber da ist was vor. Ja, ist gut. Dann haben wir... Ich hätte jetzt gesagt, hier wäre irgendwo noch was, aber ist vielleicht da auch ein Laden drin? Wir haben hier hinten noch was. Da geht es nochmal hoch. Kann er nochmal hochgehen? Während ich mal nebenbei gucke. Irgendwo war hier ein Laden. Ich glaube, unten im Gasthaus ist wirklich ein Händler. Okay, hier sind einfach nur ganz viele Kilolon-Statuen, mit denen man bestimmt irgendwas hier machen kann. Ist mir aber jetzt erstmal eher nicht so wichtig. Und dann gehe ich nochmal ins Gasthaus. Ich glaube, dann könnte man... Da ist noch ein Krug. Ganz wichtig. Noch ein Samen. So, dann gehen wir jetzt mal nochmal ins Gasthaus. Vielleicht müssen wir da in der Theke irgendwie mit jemandem sprechen. Irgendwie gibt es hier zumindest einen Händler. Ich glaube nicht, dass man bei ihm was... Nein. Die kleine Dame auf der Bühne war meine Freundin, als wir Kinder waren. Ist sie nicht süß? Okay, hier ist definitiv kein Händler. Hallo Reisende, ihr seid doch mit der Kunst des Ringfertigung vertraut, oder? Aber mit einer beliebigen Verfertigung gebt ihr euch nicht zufrieden, nicht wahr? Glaubt mir, wir kennen das alle. Ich fertige keine Ringe aus Komponenten. Ich nehme bestehende Ringe und fertige sie neu, um völlig neue Ringe zu schaffen. Und wisst ihr, was noch? Die Ringe, die ich fertige, haben vielerlei Wirkungen. Oh, ich nehme keinen Cent von euch. Die Arbeit ist mein Leben, wisst ihr? Also, was ist? Möchtet ihr einen? Klar. Luft. Wir können einen Ring nehmen. Herkules-Ring klingt eigentlich irgendwie am besten, glaube ich. Wobei der eine ist hier grün. Ist das irgendwie ein luftbetriebener Ring? Weil wir den Luftring haben. Aber wir haben auch einen Feuerring. Aber wieso ist der gelb? Ich mach mal Herkules-Ring. Ah, okay. Ah. Er fasst mehrere Ringe zusammen zu einem Ring. Und wenn wir einen Unmutring hätten, dann könnten wir Schaden hoch und kritisch hoch einen Herkules-Ring anfertigen. Wenn wir den Unmutring auch noch hätten. Und der wasserbetriebene Ring, luftbetriebene geht, weil Schaden hoch und Luft passt. Feuerbetriebene Ring, fehlt uns der Flammenring. Wir haben keinen Flammenring. Seelenring. MP-Absorption und Schaden hoch. Also immer mit Schaden hoch. Oder Biokiller und Panzerbrecher. Auch interessant. Flugbestienring, Luftkiller. Hm. Das interessiert mich aber schon ein bisschen. Wenn wir den Unmutring hängen. Gucken wir mal. Ob wir den uns basteln können. Unmutring. Den können wir basteln. Und dann machen wir jetzt daraus einen Herkulesring, würde ich sagen. Sehr schön. Jetzt haben wir einen besseren Ring bekommen. Das ist doch schon mal was. Können wir den jetzt auch noch upgraden? Wahrscheinlich nicht. Aber wir können hier mehrere Ringe noch erstellen, theoretisch. Aber die haben alle immer nur eine Fähigkeit. Und deswegen sind die Ringe von ihnen natürlich besser, weil die haben dann mehrere Fähigkeiten. Deswegen macht es immer Sinn, mal zu gucken, ob man da vielleicht dann bessere findet, ne? Gut, aber den brauchen wir erstmal nicht. Wobei, wir könnten ihn theoretisch ihm geben. Falls wir ihn irgendwann mal benutzen. Also, wenn wir Max mal wieder benutzen, dann hat er schon mal einen Ring. Aber er ist immer noch kein Händler hier gewesen. Okay. Nein. Egal, interessiert mich jetzt nicht, aber da ist ein Händler drin. Weil da oben ist jetzt so ein Symbol.
Warum er jetzt hier ein Händler drin ist. Willkommen, Umsehen ist erlaubt, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt, wie man so schön sagt. Ja, endlich. Und wir haben ganz viel Geld. So, wir kaufen erstmal das Wichtigste. Und das sind Mana-Kapseln. Kaufen wir mal. Ja, ich würde sagen, wir kaufen ruhig 20 Stück. Brauchen wir kein Mana-Kraut kaufen. Nehmen wir ruhig die Kapseln. Heilungskraut ist vielleicht nicht verkehrt, wenn wir mal 10 davon kaufen. Engelschwinge nehmen wir mal noch 3 mit. Sonst erstmal nichts. Wir können gucken, ob wir vielleicht... Aber wir haben ja was zum Dispellen, oder? Haben wir was zum Dispellen? Wir kaufen mal 5 von jedem. Ich glaube, es kann nicht schaden, wenn wir ruhig davon ein bisschen was haben. Okay. Gut. Dann gibt es hier noch Waffen. Die Waffe ist wesentlich besser als für Seth als die jetzige. Das ist also ein Pflichtkauf. Können wir auch sagen, dass wir die sofort jemanden anziehen möchten? Nö. Aber einmal wollen wir die kaufen. Den Kampfdiskus bringt nur 3 mehr. Dafür gebe ich jetzt kein Geld aus. Den Kampfstock können wir theoretisch, ja. Den könnten wir für Cook kaufen. Dann gibt es hier noch, oh, gibt es hier noch schöne Ringe. Nee, Verbesserungen. Schwarzwassermagie Stufe 3. Oh, das ist natürlich cool. Den kaufen wir mal. Da können die Leute nämlich mehr Schwarz-Weiß-Magie, also unsere Unsterblichen, das war's. Anti-Killerlorn, Anti-Schwindel, Geistmagie Stufe 1, Band. Ja, warum nicht? Kaufen wir mal die Ringe ruhig alle auf hier. Außer Kampflehren, ich glaube den, ja, obwohl, da, ja, warum nicht? Machen wir einfach mal. Und dann haben wir noch ein paar Sachen. Aber dann lasse ich es einfach erstmal. Ich würde sagen, bleiben wir hierbei. Und gucken jetzt mal, was wir müssen das Equip umstellen. So, weil er kann jetzt theoretisch das nehmen und er kann dann Konter ausführen. Dann braucht er das nicht als Fähigkeit. Sie kann... Geistmagie lernen. Ich weiß nicht, hat sie Geistmagie schon? Müssen wir mal auf die Fähigkeiten gucken. Ich weiß, Geistmagie Stufe 2 haben die beide schon, ne? Ja, okay, dann braucht sie das nicht als Ausrüstung. Dann hätte ich mir eigentlich gar nicht kaufen müssen. Okay, das ist aber interessant halt für Nicht-Unsterbliche. Für die normalen Menschen ist das natürlich wichtig. Machen wir mal einfach an Schwarz-Weiß-Magie Stufe 3. Ich glaube, das macht bei Seth durchaus Sinn, das zu lernen. Damit sie im Zweifel mal noch ein paar Spells kann. So, weil da habe ich jetzt momentan Stufe 2. Dann ist Ming ja auch eine Unsterbliche. Und ihr haben wir momentan das gelbe Band, um Anti-Lähmung wegzumachen. Das ist eigentlich auch in Ordnung, damit sie das mal lernt. Falls sie es mal für irgendeinen Kampf gebrauchen. Fähigkeiten. Allzeit bereit machen wir mal weg. Geistmagie, okay, was können wir denn sonst hier? Wir haben mittlerweile richtig viel. Gebet, ja. Das ist, glaube ich, nicht... Ist das ein Passiv? Das ist, glaube ich, ein Passiv. Steigert die TP-Menge, die von halber Menge erneuert wird. Das heißt, dass wir passiv mehr TP kriegen. Ist eigentlich nicht verkehrt für Keim, damit er nicht stirbt. Und sonst... Ja, die ganzen Anti-Sachen brauchen wir jetzt aber einfach erstmal nicht, weil wir keine Gegner haben, die dies betreffen. Machen wir doch mal... Machen wir ruhig mal Gebet und machen wir ruhig allzeit bereit. Das ist dann okay. Hier machen wir dann die Stufe 3 später. Und ja, Max soll Combo erlernen. Alles klar. Sie soll Combo erlernen von Max. Dann passt das von denen eigentlich. Wenn er dann Konter kann, können wir Konter noch einbauen. Okay. Sie soll Anti-Lähmung und Geistmagie Stufe 3 erlernen. Weil sie hat Schwarz-Weiß-Magie, hat sie schon so als Fähigkeit. Das ist schon mal gut. Aber wir können es halt anderen jetzt auch noch beibringen. Komposie Anti-Siegel, das heißt, sie ist immun gegen Siegel. Das ist auch schon mal interessant.
Gut, Ausrüstung noch. Wir haben ja das neue Schwert hier. Zack. Und für sie haben wir den Kampfstock. Müssen wir gleich mal gucken, ob es irgendwie auf dem Magischen erhöht. Das ist das Wichtigere. Das sehen wir leider nur im Status, glaube ich. Magischer Angriff 305, 314 mit dem Kampfstock. Es ist doof, dass man das da nicht sieht. Und 314. Es ist also genau gleich von der magischen Energie her. Vom magischen Angriff. 314, 7. War das richtig? Magische Verteidigung, Vitalität, 56, ja, 314, 7. Merken wir uns den Wert mal. Weil dann macht es eigentlich keinen Unterschied, ob ich es ihr den gebe. Außer für den Melee-Angriff wohlgemerkt. 314, 7, ja. Gut. Also, von Magie her, vom Magiefaktor macht das keinen Unterschied. Die können alle die gleiche Magiestärke, sehe ich gerade. Aber alle 314. Naja, okay. Er hat einen guten magischen Angriff und einen guten normalen Stärke, sehe ich gerade. Aber die haben natürlich eine gute Stärke. Ja, okay. So, jetzt sind wir komplett durch, denke ich. Jetzt können wir uns aufmachen zu der alten Bitch-Hexe. Die Sidequests da von dem kleinen Mädchen, ich glaube, es war eine Sidequest, können wir erstmal außer Acht lassen. Und bevor wir endgültig weitergehen, gibt es nochmal ein Save. Das mache ich aber eben onscreen. Jetzt sind wir auch wieder komplett unterwegs. Okay. Och, was sind jetzt noch? In Wahrheit sollte ich in die Gaskozanische Armee aufgenommen werden. Aber ich bin vom Dach gestürzt, als ich repariert habe. Ich wurde als kampfuntauglich entlassen. Ich bin froh, dass du nicht in den Krieg ziehst. Ohne dich wäre ich ganz allein. Och, jetzt gibt's schon wieder einen Traum, ey. Das glaubst du nicht. Okay, Leute. Ich werde diesen Traum jetzt überspringen. Ich hoffe, ich werde ihn irgendwann mal. Ich kann ihn irgendwann mal später erzählen, bloß ich will jetzt nicht innerhalb von drei Episoden drei Träume hier haben. Ich will, dass mal wieder was passiert. Das Boot von Großmutter Koto hieß der Traum. So. Wie gesagt, den werden wir irgendwann mal nachholen. Ich will jetzt nicht irgendwie ganz viele Träume hintereinander brabbeln. Ihr habt mir ja nie geschrieben, ob ihr vielleicht die Träume gar nicht hören wollt. Das solltet ihr sonst einfach schreiben. Dann lasse ich es einfach generell aus. Ich habe es jetzt mal ausgelassen und da ist noch eine Leiter gewesen. Haben wir oben vielleicht noch was? Eine Truhe. Na gut, dass wir die noch gesehen haben. Geld. Und zwar 500. Ja, das ist sogar gar nicht so wenig. Gut. Leider können wir nicht schnell die Treppe runter. Oder die Leiter. I'm walking und I'm sprinting. Und wo wollen wir jetzt hin? Viele neue Orte, die wir begehen können. Aber wir wollen zum Anwesen der alten Magierin. Auf einer Halbinsel. So ganz alleine, weg vom Rest. Eine sehr, sehr kleine Halbinsel. Ich höre Krähen. Schick, Nord. Na, okay, es geht eigentlich, aber es ist bloß sehr viel Efeu und so, ne? Das ist also das Haus der alten Magierin. Ich find's ja unheimlich. Wie seltsam. Ich fühle eine intensive magische Energie. Sie umgibt das ganze Anwesen. Das heißt, die alte Magierin ist hier, oder? Wie dem auch sei, wir müssen die Frau finden. Ich habe Angst. Sei kein Feigling, Max. Wovor hast du Angst? Das ist das Haus, in dem Mutter mit Keim und den anderen gelebt hat. Ich weiß, aber hier lebt jetzt jemand anders. Das ist, naja, aber hört mal, lass uns vorsichtig sein, okay? Wer weiß, was uns drin erwartet. Genau so sieht's nämlich aus. Zum Beispiel beim Blitzen. Und. Wow. Habt ihr das gesehen? Spooky. Geister.
Seelenmedizin. Hier ist nix, dann gehen wir mal rein. Oh je. Was zum Teufel war das? Hier spukt's. Und da ist irgendwas, was glänzt. Gedichtsfragment A erlangt. Deshalb ist alles Leben im Fluss. Deshalb geht alles dahin.